Also jetzt kurz zur Entstehungsgeschichte der Spieltheorie in Abschnitt 7.2 Gesellschaftsspiele. Und wir beginnen mit Oskar Morgenstern. Der wurde 1902 in Deutschland geboren. Er studierte in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Wien. Seine mathematische Begabung war bescheiden. Er hatte deswegen auch ein Schuljahr repetieren müssen. Aber sein Studium, die Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien, das hat er am Blitztempo absolviert. Schon nach 6 Semestern hat er den Doktortitel erworben und obendrein ein dreijähriges Reisestipendium der Rockefeller Foundation. Seine Postdoc-Jahre konnte er so in England, in den USA, in Frankreich und Italien verbringen. Und als er zurückkam, habilitierte er sich. Der Leiter des neu gegründeten Instituts für Konjunkturforschung, Friedrich von Hayek, ein Verwandter von Wittgenstein übrigens und ein späterer Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, der heuerte ihn an. Und als Hayek dann an die London School of Economics berufen wurde, da folgte ihm der kaum 30-jährige Morgenstern als Direktor des Instituts für Konjunkturforschung in Wien. Und das war zur Zeit der großen Wirtschaftskrise. Morgensterns Aufgabe war die Erstellung eines Konjunkturbarometers, das Wirtschaftsprognosen ermöglichen sollte. Das war einigermaßen paradox, denn Morgenstern vertrat die Auffassung, dass Wirtschaftsprognosen grundsätzlich unmöglich seien. Das war auch die zentrale These seiner Habilitationsschrift gewesen. Morgensterns Argument lautete so: Auf jede Prognose würden die Wirtschaftstreibenden reagieren. Und das müsse in der Prognose berücksichtigt werden. Und das wiederum würde von den Wirtschaftstreibenden ins Kalkül gezogen und so fort in einem unendlichen Regress. Wirtschaftsprognosen seien eben etwas anderes als Wetterprognosen. Letztere lassen das Wetter unbeeinflusst, die Atmosphäre reagiert natürlich darauf nicht, aber die Wirtschaft, die reagiert auf die Wirtschaftsprognosen, auf Voraussagen. Und das führt zu einem Teufelskreis. Als Beispiel hat Morgenstern die Verfolgungsjagd zwischen Sherlock Holmes, dem großen Detektiv, und dem schurkischen Professor Moriarty, dem monströs intelligenten Erzverbrecher, verwendet. Jeder versucht, den anderen zu antizipieren. Jeder weiß, dass der andere es auch tut. Also wir wollen uns mit einem einfacheren Beispiel begnügen. Das sind zwei Spieler, Anna und Bert, müssen im selben Augenblick mit der Hand eine Zahl zeigen. Und dann bildet man die Summe der Zahlen. Und Anna gewinnt, wenn die Summe gerade ist, und Bert, wenn die Summe ungerade ist. Nehmen wir an, dass das Institut für Konjunkturforschung den Ausgang des Spiels voraussagt. Wie auch immer sie ihn erraten haben mag, also Hellseherei oder was weiß ich. Und er sagt, Anna wird eine gerade Zahl von Fingern zeigen und Bert auch. Dann gewinnt natürlich Anna. Außer wenn Bert seine Entscheidung überdenkt und eine ungerade Zahl zeigt. Dann gewinnt er. Aber Anna wird nichts anderes erwarten und sich ihrerseits anpassen. Sie zeigt auch eine ungerade Zahl. Und somit gewinnt sie. Aber was, wenn Bert diese Überlegung von Anna voraussieht und daher seine Entscheidung gar nicht ändert? Und so weiter und so fort. Ja, das ist ein Circulus vitiosus. Ähnliche Situationen sind oft beschrieben worden. Etwa in Handkes Angst des Tormanns beim Elfmeter oder in Edgar Allan Poes Purloined Letter. Ja, zwei Menschen möchten erraten, wie der andere entscheidet, aber ihre Interessen sind völlig konträr. Ja, so was passiert bei jedem Fang- oder Versteckspiel auch. Es passiert auch, wenn ein Raubtier ein Beutetier jagt. Oder eben, wenn der Professor Moriarty den Sherlock Holmes jagt. So, Oskar Morgenstern kam immer wieder auf dieses Beispiel zurück in zahlreichen Vorträgen, bis ihn ein Mathematiker aufgeklärt hat, dass John von Neumann
geniale Jungstar der Mathematikszene, schon vor einigen Jahren bewiesen hatte, dass Vorhersagen doch möglich seien. Nämlich Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit dieses oder jenes Verhaltens. Das hatte John von Neumann, der Sohn eines ungarischen Bankiers und der Lieblingsschüler von Hilbert, in einer kurzen Arbeit zur Theorie der Gesellschaftsspiele bewiesen. Also Oskar Morgenstern war gebührend beeindruckt. Sein Glaube an den Nutzen der Mathematik in der Ökonomie, der verfestigte sich. Und als dann 1940 John von Neumann und Morgenstern einander in Princeton kennenlernten, beide hatten vor Hitler fliehen müssen, da begann eine äußerst fruchtbare Zusammenarbeit, die in einem dicken Wälzer ihren Niederschlag gefunden hatte. Ursprünglich war dafür als Titel Theorie der rationalen Entscheidungen vorgesehen gewesen. Aber daraus wurde dann Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten. Dieses Buch zählt zu den wichtigsten Werken des 20. Jahrhunderts. Der Name Spieltheorie, der trug natürlich viel dazu bei, dass das neue Gebiet populär wurde. Mit Spielen verbinden sich ja nur positive Assoziationen. Aber zugleich war der Name irreführend. Man wird kein besserer Schach- oder Pokerspieler, wenn man Spieltheorie studiert. Ebenso wenig, wie man ein besserer Tennisspieler wird, wenn man Physik studiert. Von den Gesellschaftsspielen wurden die wichtigsten Ausdrücke übernommen. Also Spielzug, Strategie, Auszahlung. Aber es geht ganz allgemein nicht um Spiele, sondern um die Mathematik von Interessenskonflikten. Wie allgemein dieses neue Werkzeug war, das wurde zunächst gar nicht richtig wahrgenommen. Morgenstern und von Neumann interessierten sich nämlich in erster Linie für Nullsummenspiele. Der Gewinn des einen Spielers ist der Verlust des anderen. Und so etwas ist bei Gesellschaftsspielen tatsächlich häufig der Fall. Aber im wirklichen Leben, also was immer man genauer darunter versteht, da sind die Interessen der Beteiligten oftmals zwar verschieden, aber doch nicht völlig konträr. Das ist doch kein Nullsummenspiel. Und die Ausweitung der Spieltheorie auf solche allgemeineren Wechselwirkungen, die beruht im Wesentlichen auf Arbeiten des jungen Amerikaners John Nash, der in den frühen 50er Jahren das Gebiet revolutioniert hat. Er stellte also die noch so junge Spieltheorie regelrecht auf den Kopf. Und damit übrigens ließ er es nicht bewenden. Er war ein Mathematikgenie der Sonderklasse und erzielte auch auf anderen, ganz anderen Gebieten eine Reihe von weiteren sensationellen Durchbrüchen. Doch in den 60er Jahren kam es dann zur Tragödie. Es stellte sich heraus, John Nash war schizophren. Diese tragische Geschichte ist oft beschrieben worden. So in dem Buch A Beautiful Mind und in dem dazugehörigen Film. Erst nach Jahrzehnten kämpfte sich Nash, unterstützt von seiner Frau, langsam wieder zurück in die Normalität oder etwas, das dafür gelten konnte. Im Jahr 1998 erhielt er den Wirtschaftsnobelpreis und im Jahr 2015 den Abel-Preis, also das Äquivalent in der Mathematik, die höchste Auszeichnung, die es gibt. Und auf der Rückreise von der Preisverleihung kam es zu einem tragischen Unfall. Das Taxi kam von der Fahrbahn ab. John Nash und seine Frau starben am Unfallort. Also der wichtigste Begriff, den John Nash in die Spieltheorie eingeführt hat, ist der des Gleichgewichts, das dann später nach ihm benannt worden ist. Der Grundgedanke ist ganz einfach. Wenn ich die Strategie des anderen kenne, kann ich eine beste Antwort darauf finden.
so eine Strategie, von der abzuweichen keine höhere Auszahlung bringt. Meist kenne ich natürlich die Strategie des anderen nicht. Ich kann höchstens annehmen, dass der andere seinerseits die bestmögliche Antwort auf meine Strategie anstrebt. Und ein Nash-Gleichgewichtspaar ist nun ein Paar von Strategien, eine Strategie für mich, eine für den anderen, die jeweils die beste Antwort aufeinander sind. So eine Gleichgewichtsbedingung ist die mindeste Anforderung, die man an eine Lösung des Interessenskonflikts stellen kann. Ja? Alles andere wäre ja inkonsistent, denn dann hätte mindestens ein Spieler den Anreiz, davon abzuweichen. Und ein berühmter Lehrsatz von John Nash besagt nun, dass es immer mindestens so ein Gleichgewichtspaar gibt. Wie kann das sein? Zunächst scheint es ja, als ob unser simples Beispiel, also das gerade-ungerade Spiel, diesen Satz bereits widerlegt. Aber John Nash lässt, so wie John von Neumann auch, sogenannte gemischte Strategien zu. Da verwendet jeder Spieler einen bestimmten Zufallsmechanismus, der bestimmt, welche der Alternativen mit welcher Wahrscheinlichkeit gewählt wird. Dann sieht man natürlich leicht, wenn jeder der beiden Spieler hier mit 50% Wahrscheinlichkeit gerade und mit 50% Wahrscheinlichkeit ungerade wählt, dann hat keiner der beiden Spieler einen Anreiz, davon abzuweichen. Keiner kann sich verbessern. Jedes andere Paar von reinen oder gemischten Strategien bietet einem Spieler dagegen den Anreiz, seine Strategie zu ändern. Also dieses Beispiel wird wohl niemanden imponieren, nicht? Man spielt 50-50, normal. Aber Nash-Gleichgewichte existieren für jedes Spiel, egal wie viele Alternativen die Spieler zur Auswahl haben, egal wie viele Spieler es gibt. Man muss nur gemischte Strategien zulassen, also dem Zufall einen gewissen Platz einräumen. Um uns jetzt mit dem Nash-Gleichgewicht vertraut zu machen, wird es gut sein, Auszahlungsmatrizen zu verwenden. Für das gerade, ungerade Spiel sieht das so aus. Also hier heißen jetzt die beiden Spieler 1 und 2. Der Spieler 1 hat zwei Strategien, G und U, gerade und ungerade. Der Spieler 2 hat ebenfalls zwei Strategien, G und U. Wir stellen uns jetzt vor, dass Spieler 1 die Zeile wählt. Sie sehen, eine Zeile ist mit G, die andere mit U beschriftet. Und der Spieler 2 die Spalte. Und an der entsprechenden Stelle der 2x2 Auszahlungsmatrix stehen dann die Auszahlungen der beiden Spieler. Also zuerst die Auszahlung des Zeilenspielers, römisch 1, des Spielers 1, und dann die Auszahlung des Spaltenspielers. Wenn sich also 1 für G entscheidet und 2 ebenfalls für G, dann erhält 1 die Auszahlung 1 und der Spieler 2 die Auszahlung minus 1. Wenn beide mit gleicher Wahrscheinlichkeit G oder U wählen, dann hängt ihre Auszahlung vom Zufall ab und der Erwartungswert der Auszahlung ist für beide Spieler 0. Im Spendespiel, das wir vorher im Spiellabor kennengelernt haben, da sieht die Auszahlung so aus. C heißt, erinnern Sie sich, man verliert 5 Euro, dafür erhält der andere Spieler 15 Euro. Und D heißt, man tut das nicht. Und der Spieler 1 wählt also zwischen den Zeilen C und D und der Spieler 2 wählt zwischen den Spalten C und D. Und die Auszahlungen stehen da. Der Spieler 1 könnte jetzt folgendermaßen überlegen, wenn der andere Spieler, also der Spaltenspieler, C wählt, dann bekomme ich 10 Euro, wenn ich auch C wähle und 15 Euro, wenn ich D wähle. Also bringt mir D die höhere Auszahlung. Wenn hingegen der andere Spieler D wählt, seine Spalte D wählt, dann muss ich, falls ich C spiele, 5 Euro zahlen. Und wenn ich D spiele,
dann bekomme ich nichts. Also bringt mir wieder D die höhere Auszahlung. Also was immer auch der andere Spieler macht, ich steige besser aus, wenn ich D wähle. Das ist meine beste Antwort. Also entscheide ich mich für D. Ich schenke dem anderen nichts. Der andere Spieler ist aber in genau derselben Situation. Er schenkt mir auch nichts. Wir haben beide die beste Antwort auf den Zug des anderen gefunden. Das Nash-Gleichgewichtspaar ist, dass beide D spielen. Ja? Wir bekommen dann beide die Auszahlung 0 und haben aus Eigennutz auf 10 Euro verzichtet. Das ist natürlich höchst unbefriedigend. Es wäre besser natürlich, wenn wir beide C gewählt hätten. Weil dann bekommen wir beide 10 Euro. Das ist das sogenannte Pareto-Optimum. Kein Spieler kann sich verbessern, ohne dem anderen Spieler zu schaden. Und das ist kein Nash-Gleichgewicht. Denn jeder von uns könnte sich verbessern, wenn er einseitig abweicht und B spielt. Es ist vielleicht gut, sich die Auszahlungen grafisch vor Augen zu führen. So auf die eine Achse die Auszahlung von Spieler 1, auf die andere Achse die Auszahlung von Spieler 2. Das Auszahlungspaar 0-0, das entspricht dem Nash-Gleichgewicht, das ist der Ursprung. Und das Auszahlungspaar 10-10, das ist das Pareto-Optimum, wenn wir beide C spielen. Ja? Da können sich nicht beide Spieler mehr verbessern. Aber der Spieler 1 könnte sich verbessern, wenn er statt C zu spielen, D spielt. Dann bekommt er, das ist auf der ersten Achse eingetragen, die Auszahlung 15. Allerdings, der andere hat einen starken Verlust. Der muss jetzt 5 Euro draufzahlen. Und der Eigennutz des Spielers 1 motiviert ihn also, vom Pareto-Optimum abzuweichen. Für den Spieler 2 ist es aber genauso. Auch der ist motiviert abzuweichen. Er könnte seine Auszahlung verbessern, freilich auf Kosten von Spieler 1. Und so werden beide Spieler abweichen vom Pareto-Optimum und die Resultante ist, es ist fast wie ein Kräfteparallelogramm, die Resultante ist das Nash-Gleichgewicht, beide spielen D. Ja. Das Resultante ist, dass beide aus lauter Eigennutz 10 Euro ärmer geworden sind. Also nirgendwo wird die Spannung zwischen Eigennutz und Gemeinwohl deutlicher als hier in diesem simplen Spiel. Es ist wirklich ganz erstaunlich, dass die Menschen Jahrtausende über Eigennutz und Gemeinwohl nachgedacht haben, ohne das Spiel zu benutzen. Dieses sogenannte Gefangenendilemma. Ja, der kuriose Name Gefangenendilemma bezieht sich auf zwei Gefangene, die eines gemeinsamen Verbrechens angeklagt werden und die Strafnachlass versprochen bekommen, wenn sie als Kronzeuge gegen den anderen aussagen. Wenn beide schweigen, kommen sie nach einem Jahr Untersuchungshaft frei. Wenn einer den anderen verrät, dann kommt er als Kronzeuge gleich frei und der andere muss 10 Jahre sitzen. Aber wenn beide einander belasten, dann sitzen beide 7 Jahre im Häfen. Dann ist keiner der Kronzeuge gegen den anderen. Also dieses Spiel hat dieselbe Struktur wie das Spendespiel. Ja, aber das Spendespiel ist schöner, weil das lässt sich besser im Spiellabor testen. Dass ein Nash-Gleichgewicht zutiefst unbefriedigend sein kann, das ist eine Sache. Es gibt noch andere Probleme mit dem Nash-Gleichgewicht. So zum Beispiel, dass es mehrere Nash-Gleichgewichtspaare geben kann. Und die Frage ist, wie sollen sich die Spieler dann entscheiden? Betrachten wir etwa das folgende Beispiel. Es ist ein Koordinationsspiel, ein sogenanntes Koordinationsspiel. Wenn beide Spieler C spielen, bekommt der Erste, der die Zeile wählt, 40 und der andere 60, der zweite Spieler. Wenn beide D wählen, bekommt der erste Spieler 60 und der zweite Spieler 40. Wenn sie aber Verschiedenes wählen,
der eine C und der andere D, dann bekommen beide 0. Ja, es ist also im gemeinsamen Interesse, dass sie dasselbe machen. Und wenn sie dasselbe machen, dann kann keiner von den beiden sich durch einseitiges Abweichen verbessern. Aber der Zeilenspieler wird natürlich lieber das Paar D, D haben, dass beide D spielen, weil dann bekommt er 60 Euro. Er wird also D wählen. Der Zeilenspieler möchte eher C, C anstreben. Er wird C wählen. Und dann kommt DC heraus, damit es keinem von beiden gedient. Also bei diesen Spielen wird natürlich meistens vorausgesetzt, dass die Spieler einander nicht kennen und dass sie keine Abmachungen treffen können. Aber selbst wenn sie kommunizieren könnten, ist es eine heikle Aufgabe, da eine Lösung zu finden. Und selbst wenn es keine Asymmetrie zwischen den Spielern gibt, dann können Probleme auftreten, wenn es mehrere Gleichgewichtspaare gibt. Hier noch ein Beispiel. Also wenn beide C spielen, bekommen beide 60 Euro. Wenn beide D spielen, bekommen beide 50 Euro. Beide CC und DD sind Gleichgewichtspaare. Wenn einer der Spieler einseitig abweicht, dann kann er sich davon nichts versprechen. Dann bekommt er sogar weniger. Also zum Beispiel, wenn die beiden Spieler CC spielen und der Spieler 1 abweichen sollte und statt CD spielt, bekommt er nicht 60 Euro, sondern 40 Euro. Er hat also keinen Grund abzuweichen. Und ebenso hat der andere, der Spaltenspieler, keinen Grund, statt CD zu wählen. Ja, er bekommt statt 60 Euro 40 Euro. Da hat er nichts davon. Also da ist es so, wir haben zwei Gleichgewichte, CC und DD. Und das eine Gleichgewichtspaar CC, das bringt mehr ein. Aber die Frage ist, soll ich wirklich C wählen? Vielleicht, denke ich mir, ist der andere Spieler ein Trottel oder ein Sadist und spielt D. Dann ist der Verlust des anderen relativ gering. Statt 60 Euro kriegt er 40 Euro. Aber mein Verlust ist riesig. Ich zahle 1000 Euro. Da ist es wohl sicherer, D zu wählen. Übrigens, vielleicht ist der andere gar kein Trottel, aber glaubt, dass ich einer bin und wähle deshalb D. Also anscheinend kann ich es mir gar nicht leisten, mich für C zu entscheiden. Es ist zu riskant. Zusammenfassend haben wir hier die Wahl zwischen zwei Gleichgewichtspunkten, CC und DD. Und das eine Gleichgewicht ist Pareto dominant. Es bringt uns beiden eindeutig mehr ein. Aber das andere Gleichgewicht ist risikodominant. Es ist weniger riskant. Wofür entscheiden wir uns dann? Also fassen wir zusammen. Eine Minimalforderung an jede Lösung eines Interessenskonflikts wird sein, ein Gleichgewichtspaar zu wählen. Aber wenn es mehrere Gleichgewichtspaare gibt, dann kann es Probleme bei der Auswahl des richtigen Gleichgewichtspaars geben. Und selbst wenn es nur ein solches Paar gibt, kann es zutiefst unbefriedigend sein, wie beim Gefangenen-Dilemma. Kehren wir jetzt zu unserem Spendespiel zurück.